Sturgi TV, deine Stadt, dein Sender. Hallo ihr Lieben, das hier ist bereits der dritte Videotagebucheintrag von mir aus dem Miss Germany Camp. Wir machen heute ein Bikini-Sonnenuntergangs-Shooting und was wir sonst noch erlebt haben in den letzten Tagen, das seht ihr jetzt. Wie ihr gesehen habt, haben wir die letzten Wochen eine ganze Menge Sport gemacht und hatten auch schon das erste Mal Laufstegtraining für den 28. Februar. Gestern Abend haben wir außerdem einen Supertalent-Wettbewerb veranstaltet, das heißt, jede von uns musste irgendwas Bühnenreifes vorführen. Ich habe einen kleinen Stepptanz einstudiert auf dem Lied Beat It von Michael Jackson, weil ich das früher mal gemacht habe. Und damit konnte ich die Jury so gut begeistern, dass ich sogar den dritten Platz bei der Talentshow gemacht habe. Außerdem waren bei uns im Camp die letzten Tage noch zwei ganz, ganz besondere Gäste, die sich euch jetzt vorstellen werden. Hallo, ich bin Anne-Julia Hagen und ich bin hier der Auftrittskompetenzmensch und zuständig für die Missen. Ich werde hier ein bisschen erzählen über Rhetorik, Attitude, Verhaltensweisen und natürlich auch, wie man sich als Miss vorstellt. Aus meiner Erfahrung gehört zu den absoluten No-Gos einer Miss Germany Kaugummi kauen auf dem roten Teppich. Guck mal, ihr habt schon fast eine Dose. Ist doch gar nicht schwer. Ich bin Alberto und ich mache Videos und lade dann Internet hoch. Und jetzt sind wir gerade im Miss Germany Camp in Soma Bay. Einmal habe ich Training gegeben, das war extrem cool. Und dann haben wir natürlich auch ein paar coole Videos produziert. Und ich meine, die Hauptdarstellerin ist gerade direkt an der Kamera und hat einen sehr guten Job gemacht. Und du hast wirklich so viele Chicken Wings gegessen? Ja. Ja, das Video mit Alberto hatte bereits nach den ersten zwei Tagen schon über 15 Millionen Aufrufe. Die Zeit hier im Kempinski Soma Bay, die war insgesamt wirklich wunderschön und ich bin ganz, ganz glücklich und auch stolz, zu den 24 Mädels zu gehören, die das hier miterleben dürfen. Die letzten Tage bis zu der Endwahl am 28. Februar werden wir nun im Europapark verbringen und was dort so abgeht und was auf unserem Programm steht, das erfahrt ihr in meiner nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!